Hallöchen, ihr Lieben. Ihr seht ein großes gelbes Paket. Sein Packset L von DHL. Also der Karton jetzt. Und zwar ist das ein Tauschpaket von der lieben Nancy vom Kanal Bastelfieber. Und mein Hirn ist so leer. Ich bin so aufgeregt, was drin ist. Ein paar Sachen weiß ich, aber nicht alles. Und ja, ich würde sagen, packen wir mal aus. Und das ist auch noch komplett zu. Ich mache ja die Videos gerne, sehr, sehr gerne übrigens, sehr, sehr gerne, direkt vor laufender Kamera, weil ich finde, das ist halt auch immer eine Wertschätzung demjenigen gegenüber, der das Paket letztendlich geschickt hat, damit er auch sieht, wie so die Emotionen sind, weil ich weiß auch, wenn ich Pakete verschicke, wie genial das ist, wenn man jetzt nicht nur ein Danke, toll, super bekommt, sondern wenn man wirklich sieht, wenn man sieht, wie jemand sich freut, gerade bei selbstgebastelten Sachen, da ist das dann schon ein kleiner Schlag ins Gesicht, wenn man sich Mühe macht und dann kommt kein Video. Also okay, bei Leuten, die halt kein YouTube haben, lässt sich das nicht vermeiden, um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, bei Leuten, die YouTube haben oder auch noch sagen, es wird ein Video geben oder so und dann kommt keins oder was weiß ich, ist nicht schön, ist nicht, gerade wenn man sich wirklich irgendwie besonders Gedanken gemacht hat und Mühe gemacht hat oder, ja, ich meine, Freude ist sowieso auch so da, auch ohne Video und auch der Beschenkte, denke ich mal, freut sich, aber dennoch ist es immer für denjenigen, der es versendet hat, eine schöne Geste, wie ich finde. Und ich guck mir auch sehr gerne Pakete von anderen an und ja, Tauschpaketvideos, egal ob von mir für andere oder generell komplett die ganze Tauschpost. Das macht mir immer ultra viel Freude, Tauschpaketvideos anzuschauen. Gucke ich momentan tatsächlich viel, viel lieber als alles andere. Okay, dann öffne ich mal hier. Ta, ta, ta. Oh mein Gott. Styroporflakes und ein paar Sachen. Ein paar ist gut gesagt. Ich räume es zur Seite und pack es Stück für Stück auf. So, das hier ist schon mal übrigens Werbung wegen Markennennung, weil zum Beispiel werde ich jetzt erwähnen, dass die hier aus dem Action sind und ich sie in ihrem Haul gesehen habe und die einfach zucker, zucker süß sind. Das sind Plastiksticker, die dann hier das Motiv so erhoben, wie auch immer. 3D eben. Hört ihr? Das sind also keine Puffy-Sticker mit Schaumstoff, sondern da ist einfach nur Luft. Wie ein Plister halt. Genau. Oder ist da doch Luft? Beziehungsweise nicht Luft, Schaumstoff, weil das sieht so aus. Das sieht so aus wie eine Verpackung. Also zum Beispiel das doppelseitige Klebeband hat ja auch diesen diesen Plastik-Plister oben drauf. Und das sieht so aus, als ob hier die Eissticker da tatsächlich drin sind. Also als ob das irgendwie verpackt ist. Soll ich mal einen rausnehmen und kaputt machen? Aber wäre auch zu schade. Hier kommt die Biskuitrolle. Das ist jetzt mal gerade unser Opfer. Ja, weil oder das Eis. Ne, nehmen wir hier gerade die Biskuitrolle. Nein, 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 ich will nicht sterben. Doch, die Biskuitrolle, die wird jetzt mal missbraucht. Weil die Sticker finde ich sehr interessant. Ach, komm rein. Ich kenne das nämlich sonst nur, dass das wirklich nur Plastik ist. Ach Mann, komm doch rein hier, bitte. Mach kein Theater. Sorry fürs Knistern. So, ich kenne das sonst nur, dass die wirklich aus Plastik sind.
Und das interessiert mich halt so total, weil, seht ihr, das ist ja auch ein bisschen gewölbt. Und ja, um zu wissen, was es ist, muss ich mal eins kaputt machen. Ich kenne die sonst, dass die so vollflächig halt oben drauf gedruckt sind. Und wie ist es? Ja, natürlich mache ich jetzt einen Sticker kaputt. Ja, die sind auch nur gedruckt. Oder? Ja. Es sah tatsächlich aus wie ein Einleger, aber es ist auch nur das Plastik bedruckt. Aber wenn man das so ansieht, man könnte echt denken, dass das hier so ein Schaumstoffeinleger ist, aber es ist nur bedruckt. Ja, ein Sticker ist jetzt kaputt, aber ja, ist jetzt mal nicht so dramatisch, ne? Wer was wissen will, muss auch mal einen Verlust in Kauf nehmen. Ich könnte ja jetzt sagen, die waren eh nicht teuer, aber auch wenn etwas teuer ist, liebe Leute, man muss niemals irgendwas verschwenden oder wahllos kaputt machen oder was weiß ich. Man sollte alles, was man hat, wertschätzen. Aber das war jetzt tatsächlich einfach nur für die Wissenschaft. So, ich habe hier ist schon leicht was raus. Ich muss mal gerade. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott, Nancy. Also, sie hat mir was gestanzt, weil sie hat so wunderschöne EK-Stanzer. Übrigens, ihr lieben Leute, kleiner kurzer Aufruf. Ich suche einen Handstanzer, habe überall, ausnahmslos überall danach geschaut. Nicht mehr lieferbar, schon seit 2000, was weiß ich, 11. Nicht mehr lieferbar und bei eBay, bei Facebook hat sich noch keiner gemeldet, dass er den loswerden möchte. Und auch bei eBay nicht zu finden. Leute, hat jemand diesen Stanzer von EK Tools? Und wenn ja, würde er mir entweder was ausstanzen oder ihn mir vielleicht sogar verkaufen? Also, wenn das jetzt neuer wäre, zahlt man circa 20, 22 Euro. Ich würde euch gerne auch bis zu 30, 35 Euro für dieses Ding bezahlen, weil ich will es echt einfach nur haben. Ich habe so einen ähnlichen mir damals aus Frust gekauft, weil ich suche diesen Stanzer jetzt schon seit boah, 3, 4, 5 Monaten. Ich habe mir damals diesen hier gekauft, aber der ist ja komplett anders. Schon so ähnlich. Eigentlich könnte ich zufrieden sein, aber er ist nicht das, was ich eigentlich will. Also, wer diesen Stanzer hat, Leute, bitte, bitte schreibt mir an miss.fruchteis@gmail.com oder bei Facebook als Christina Meyer in Neuwied. Ich brauche diesen Stanzer. Ja, und EK Success hat auch andere wunderschöne Stanzen, eine Rosenborte, eine Spitzenborte, noch ein anderes Lace, also nochmal Borte. Und die sind so schön, diese Stanzen. Und auch qualitativ sehr hochwertig. Und auch eine Schmetterlingsborte. Und um genau diese Borte geht's, weil die Nancy hat die Schmetterlingsborte. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir ein paar ausstanzen kann. Ein paar. Guckt euch das mal an. Was hat dieses verrückte Huhn mir bitte schön hier ausgestanzt? Nancy, meine Güte, allein das Papier, was du hier an Geld fürs Papier zum Ausstanzen reingelegt hast. Oh Gott, Nancy. Oh mein Gott, das ist der pure Hammer. Guckt mal, wie schön die Farben auch sind, ihr. Seht's jetzt nicht so, aber das ist auch alles Regenbogenangeordnung, Regenbogenpapier. Guckt euch das mal an. Oh, Nancy, wo hast, erstens, was ist das für Papier? Und zweitens, wie lang saßt du da bitte schön dran? Oh Mann, was sind die schön? Was sind die schön? Aber was ist das für Papier? Das ist ja so, so tolles Papier und diese Farbabstufungen. Was ist das für Papier? Boah, der pure Wahnsinn. Ich musste mir gerade mal die Farben alle angucken. Oh Mann, ist das schön. Oh Gott. Ja, da kann ich ja auf jeden Fall dann mal welche benutzen. Und da habe ich ja wohl von
jede Farbe ist ja da bedient. Also für jedes Bastelprojekt wird da die passende Farbe bei sein. Komm, ich will dich doch ordentlich hinlegen, ihr lieben kleinen Schmetterlingchen. Nancy, du verrücktes Huhn. Eieieiei. Ach komm, ich möchte die ordentlich haben. Ah. Hallo? Boah, ey. Da, wenn da was aus der Reihe tanzt, ich bin gerade so auf 180, dass ich nicht mehr reden kann. Weil mich nervt das, wenn irgendwas aus der Reihe tanzt. Das heißt nicht so viel, wie ich es will. Ja. Ich bin echt so Aggressionsmensch. So. Ich kann beim Basteln, also ich bin kein Mensch, der irgendwie aggressiv ist oder auch nicht aggressiv werden kann, so richtig. Aber beim Basteln, Leute, da nehmt euch in Acht bei mir. Och Mann, das nervt mich aber jetzt wirklich brutal. Bleibt doch jetzt. Und wieder, immer ist einer der aus der Reihe tanzt. Wie im normalen Leben, ne? Immer ist da jemand, der aus der Reihe tanzt. Bleib doch jetzt bitte. Boah, ich raste gleich aus. Ah, und ihr denkt euch bestimmt auch schon, die dumme Pute solltest doch einfach zur Seite legen. Ich will das Video weiter gucken. Ja, ich könnte auch auf Pause machen, aber ich bin gerade viel zu sehr hiervon genervt, anstatt wirklich auf Pause zu machen. Ich denke mir auch, komm, Pause lohnt sich nicht. Sind doch bestimmt nur noch 5 Sekunden. Ich hab's doch gleich. So. Ich hab's aber jetzt tatsächlich geschafft. Meine Fresse. Boah. Sorry, Leute. Sorry. So, ich pack hier, das hier ist zum Beispiel noch etwas, was verpackt ist. Ich pack aber erstmal die Sachen auf, die so drin liegen. Guckt mal. Sie sagte irgendwas, sie hätte was verpackt mit Brüderchen und Schwesterchen. Hab ich jetzt hier noch nicht gefunden, aber vielleicht ist das Brüderchen und Schwesterchen. Auf jeden Fall goldig. Sind das Nachtleuchten, ne? Ja, leuchten in der Nacht. Oh, Rattis. Ja, das sind natürlich, das sind Rattis. Oh. Ach Mensch, ich bin auch am Überlegen, ob ich habe hier den Rattenkäfig noch, ob ich doch nochmal mit der Rattenhaltung anfange. Aber wenn ich dann daran denke, dass die, wenn man an die negativen Seiten denkt, oder das heißt an die Arbeit, die so ein Tier macht, weil jedes Tier macht Arbeit, ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich dem nochmal gewachsen bin, auch wieder Abschied zu nehmen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich es übers Herz bringe. Und hier geht's mit Halloween weiter. Und zwar Filzstreu. 24 Stück und Kürbisse. Finde ich hammermegamäßig genial. Und Kürbisse. Ich habe echt nicht viel Halloween. Ich sage das in jedem Video, wenn ich Halloween-Sachen bekomme. Ich habe echt nicht viel Halloween. Und freue ich mich immer über so Kürbisse, weil Kürbisse oder auch Fledermäuse, ist natürlich typisch Halloween, richtig cool. Vielen, vielen Dank. Und da sind echt 24 Stück drin, also war echt eine große, große Packung. Hier haben wir, selbstklebendes Bastelpapier. Das ist Stoff. Stoff. Gibt es auch im Action, aber nicht für 10 Cent. Also hier, ich meine, das runtergesetzt auf 10 Cent. Das hätte eigentlich 1,99 Euro gekostet. Ich lasse das jetzt mal zu. Ich hoffe, ihr erkennt die Motive. Ist halt ein bisschen hier mit Gräsern und mit Pünktchen, so wie es aussieht. Ja, die anderen erkenne ich selbst nicht, aber Gräser, Pünktchen. Hier ist nochmal Pünktchen. Ich möchte es ungern aufpacken, weil ich habe sowas gerne lieber in der Tüte. Ach komm, ist egal.
Ich möchte wissen, was das für andere Motive sind. Also Gräser. Punkte. Ah, Schleifen. Schleifen. Und Herzchen. Ah, okay. Und dann das hier dann das gleiche, nur andere Farben. Wobei, nee, die Gräser. Die Gräser haben die gleiche Farbe. Die Gräser haben die gleiche Farbe. Ist auch lustig, ne? Dass etwas, was original verpackt ist, beim Kick mit einer Büroklammer festgemacht wird. Habe ich auch noch nie gesehen. Oh nein, jetzt ist tatsächlich die Tüte gerissen, aber macht nichts. So ist es sicher aufbewahrt. Oh nein, von Baker Ross. Boah, ich hatte noch nie etwas von Baker Ross. Und bestellt habe ich da erst recht noch nicht, weil ich wäre arm in diesem Laden. Oh Mann, sie hat mir ein Mermaid Door Kit geschenkt. Oh Mann. Ja, hier Türanhänger. Bastelset für Türanhänger. Und da kann man diese Meerjungfrauen mitmachen. Oh, ist das cool. Und das sind dann hier die ganzen vorgestanzten, vorgefertigten Schaumstoffdinger, die man dann halt einfach, ja, aufklebt, so wie es dahin gehört und so wie man es schön findet. Och, Mensch. Ella, Daisy, man kann denen sogar hier noch Namen geben. Ach, wie süß. Ach, schön. Nee, da freue ich mich. Ich finde das cool, dass das halt alles komplett so, wie es ist, schon vorgefertigt ist. Und man muss ja auch gar nicht diese Muscheln machen. Man kann auch, glaube ich. Oh, aber klar, sicher. Man kann ja auch die Sachen einzeln verwenden und nun der Versa-Weltszene irgendwie gestalten. Ach, ich muss mal was trinken. Ah, schon leicht abgestanden. Ei! Da hab ich. Da ist noch eins. Ah, die sind hier aus einem Tütchen rausgekugelt. Oh, Tütchen. Die verwahre ich natürlich auch alle. Da kommt nichts weg. So. Hier erstmal wieder einen Stopp machen. Hier haben wir kleine. Hier, sag doch schnell. Wortfindungsstörung, echt. Dosen. Bonbon-Dosen. Ach, die sind so goldig. Ich wollte schon immer mal welche haben. Ich habe jetzt in einer anderen Tauschpost, habe ich da welche bekommen oder habe ich ein gefülltes bekommen? Ich glaube, ein gefülltes. Ach, sind die cool. Da passt ja richtig cooles Zeug rein. Weil die sind meistens so in der Hälfte zu öffnen. Und die hat tatsächlich nur einen Deckel, sodass man hier echt mächtig reinfüllen kann. Ach, ist das cool. Genial. Vielen Dank. Oh, und die halten richtig fest zu. Also da braucht man schon eher ein bisschen Kraft, die zu öffnen. Oh, die sind so cool. Die sind so, so cool. Vielen, vielen Dank. Oh, da freue ich mich mächtig drüber. Oh, und mich lachen hier die ganze Zeit diese Ausstanzung an. Da ist ja in jeder Farbe, jede Farbe ist ja da vertreten. Was ist das? Erst mal gucken, was du dir da gekauft hattest. Coco Clear, eine Detox-Maske. Was ist da drin? Es klingt wie Perlen, aber nicht so laut wie Perlen. Es klingt wie Pailletten. Pailletten? Oh mein Gott. Oh Gott. Nancy. Oh mein Gott. Oh Gott.
Nancy, allein so viel ungefähr sind in einem Tütchen meist drin, so 40. Das sind ja mindestens 3 Beutel. Oh mein Gott. Oh, und da sind auch noch Rosen bei. Also, ich pack mal gerade von den Rosen. Boah, da sind Rosen bei. Und ich pack mal gerade. Oh, die Farbe ist ja auch schön. Oh mein Gott, sind das schöne Farben. Oh, krass, ey. Nancy. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ja, also das ganze Cremedöschen ist voller Glitzersteine. Und zwar einmal sind hier so Rosen drin. Na komm, stell doch scharf. Das sind hier so Röschen, die auch wunderschön regenbogenschillernd sind. Also mit diesem AB-Glanz. Boah, ich glaube, ich werde nicht mehr. Und dann von den Schmetterlingen, aber alle Farben. Und ich habe davon ja in dem letzten Haul euch gezeigt, ich habe lila, pink und, boah, war das blau oder so? Und hier sind ja jetzt alle Farben. Alle. Guckt mal, wie wunderschön diese Schmetterlinge einfach sind. Sie sind so wunderschön. Sie sind so, so wunderschön. Und davon das ganze... Oh, was bist denn du für eine Farbe? Die Farbe. Oh, die Farbe habe ich ja noch nie gesehen. Das ist natürlich der absolute Hammer. Das ist mein Favorit. Die Farbe habe ich ja noch nirgendwo, noch nicht mal auf irgendeinem Produktfoto gesehen. Was bist du bitte schön für eine Farbe? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein, was bist du für eine Farbe? Oh Mann. Da, schaut mal. Oh mein Gott. Oh, und einfach nur gelb. Ah, ich habe ja jetzt auch Dingsbums drauf. Schmetterlinge, aber falsch rumgeklebt. Eigentlich werden die ja so rumgeklebt, dass andere die sehen. Nicht irgendwie. Ich klebe es immer so, dass ich sie sehe. Also, meine Fresse, Nancy. Boah. Eine Moor-Extraktmaske war hier drin. Klingt echt gut. Klingt sehr gut, was da drin war. Aber was jetzt drin ist, ist natürlich um Welten schöner. Oh, toll. Oh mein Gott, ich kipp echt um. Hammermäßig. Ich dachte gerade, ich werde nicht mehr. Hier haben wir diese dicken Karton-Tags. Ich habe die auch, aber ich habe die bis dato noch nicht verwendet. Ne? Ich lasse die mal gerade eingepackt, weil viele von euch kennen die. Das sind Tags in diesen Farben drin. Und ich glaube, jeder hat zweimal, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 20 Stück sind nämlich drin. Und die sind halt richtig dickes Kork. Also nicht Kork, hier richtig dicke Pappe, wie so ein Buch. Ja, dick halt, nicht so labberig, sondern richtig dick stabil. Ich habe schon mehrere Sachen gesehen, was man daraus machen kann. Und auch von, zwar Nancy, von ihr habe ich daraus einen Tagflip bekommen. Also sie hat 2 davon genommen und oben einen Buchbinderring rein und noch Papiere in der Form zurechtgeschnitten und hatte daraus ein eigenes Notizbuch quasi gebastelt und Tagflip, wie auch immer man das nun nennen möchte.
geht alles. Man kann, die sind schon universell einsetzbar, aber ich komme zu nichts. Oh Gott, was ist denn hier? Nein. 50 Papier in Ledertextur. Von Ideen mit Herz. In 5 Farben. In. Oh nein. Warum? Oh Gott, das ist ein Pastellgelb. Pastellrosa. Grün. So ein Braun. Und Blau. Oh, was fassen die sich gut an. Oh, du bist doch verrückt. Was ist das schönes Papier? Was ist das schönes, schönes, schönes Papier? Oh Mann. Das sind echt viele, viele Schätze bei. Oh, ich bin ständig noch gern heute, sorry. Also hier sind echt so viele Schätze bei, die werde ich doch niemals verwenden können. Oh, und hier, oh Gott. Oh, geil. Von Zehmann, sie hat mich gefragt, ob ich davon welche abhaben möchte. Und oh ja, auf jeden Fall. 10 Stück, 49 Cent. Wir haben hier keinen Zehmann mehr in Neuwied. Unser Zehmann ist geschlossen schon lange. Und ja, es sind die Hasentüten in Grün und in Blau. Oh mein Gott. Und nochmal Grün und Blau. Oh Mann, ich feier diese Tüten. Und noch mehr in Rosa und in Rot. Oh Gott, Nancy. Oh, wie genial. Und nochmal Rosa und Rot. Oh, und noch mehr. Oh, geil. Hier ist noch ein anderes Grün und ein anderes Blau. Oh mein Gott. Und nochmal Grün und Blau. Oh mein Gott. Und hier ist nochmal ein dunkles Rosa mit einem hellen Flieder. Oh mein Gott. Und hier ist nochmal dunkles Rosa mit Flieder. Oh mein Gott. Oh, geil. Das ist auch jetzt mein Heiligtum. Ich habe schon gar keine Stimme mehr. Meine Stimme geht ja schon weg. Nancy, was ist das geil? Also hätte ich einen Zehmann, ich würde die auch regelmäßig aufkaufen. Egal wie viele da hängen, auch wenn 20 Stück hängen, ich würde die regelmäßig aufkaufen. Oh, was sind die toll. Oh, mir geht mein Herz gerade so wund, ey. Boah, mir schlägt das bis zum Hals, ne? Boah. Ganz schlimm. Zwischen den Tüten war hier noch was. Ein Briefpapierset. 6 Briefpapiere mit drei hier Umschlägen. Zenos habe ich auch gar nicht hier den Laden. Hier muss ich wieder sofort an meine Action Nicole denken. Also Nancy, sei mir bitte nicht böse, wenn ich das weitergebe, aber ich weiß, wo das einfach in ganz, 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 ganz guten Händen landet. Ich finde es auch wunderschön. Es ist wunderschön. Ich liebe diese Vintage-Rosen. Aber vielleicht behalte ich es auch. Muss ich mir noch überlegen. Oder ich kopiere es mir, obwohl das auch wiederum Hinterfotzig gegenüber Zenos ist. Ne? Ich finde es auch wunderschön. Ich überleg's mir. Aber es ist wunderschön. Oh, ich liebe diese Vintage-Rosen. Also Vintage ist gar nicht mehr so unbedingt mein Thema, aber diese Vintage-Rosen, ich wollte schon Rosen sagen, nee, die Rosen sind schon immer sehr, sehr schön, aber Rosen generell. Rosen sind ganz, ganz, ganz schöne Sachen. Hier, alles, was so eingepackt ist, kommt hier zur Seite. Oh, oh. Hier steht irgendwas auf eigene Gefahr. Oh, oh. So. Ah, hier. Oh, danke, dass du mir die mitgeschickt hast. Die gab's mal im Action. Oh nein, da ist ein Hase bei. Oh nein, den hab ich definitiv nicht. Oh nein, das. Und da ist noch einer. Die haben immer mal wieder wechselnde Sortimente davon gehabt. Ich bin mir sicher, 100 Pro.
Das mit dem Hasen habe ich auf keinen Fall. Oh, wie geil. Jetzt freue ich mich jetzt nochmals fünffach mehr. Hase. Ich finde Hasen so schön. Oder generell auch Kleintiere. Ach Mensch, ja, hammer mega mäßig. Ich habe hiervon auch noch, ja. Aber ich verwende sie auch sehr, sehr gerne und sehr häufig auch für Schüttelelemente oder wenn ich mit meiner Fuse Tüten mache. Hier haben wir noch ein Bonbon. Und hier ist noch das leere Tütchen, wo da gerade eben die Bonbons schon drin waren. Und hier ist noch was Ausgepacktes, worüber ich mich auch mächtig freue. Ich habe sie schon in ganz vielen Hauls gesehen und wollte sie auch unbedingt haben. Und es sind Bleistifte, oh, mit bunten Radiergummis und hier Holo natürlich, ne? Ach, die sind so toll, diese Bleistifte. Sie sind so, so schön, diese Bleistifte. Ja. Vielen, vielen Dank. Die sind echt. Ah, oh, tja. Ich meine, nicht alles, was holographisch ist, ist automatisch schön. Aber einen Bleistift kannst du immer gebrauchen. Immer. Immer. Bleistift. Hier ist auch ein. Oh Gott. Hier ist auch noch. Ah, oh, hier fängt es schon an. Hier, guckt mal, wie schön die sind. Selbstklebende Bordürensticker und zwar auf Plastik, also auch mit Plastikhintergrund. Sie sind auch so schön. Einmal diese Farbe und einmal diese Farbe. Ich liebe Bordüren. Also ich meine, es gibt jetzt nichts, was ich nicht liebe, aber Bordüren sind so toll. Kann man immer und überall verwenden. Hammermegamäßig. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Oh, und jetzt, deswegen, nur eigentlich deswegen, hat dieser Tausch stattgefunden. Und ich konnte es auch kaum erwarten, wenn ich ehrlich bin. Und es ist der pure Hammer. Ich muss hier gleich mal vorsichtig gucken, was hier sonst noch so drin ist, weil da ist ein Osterei drin. Nancy, war das beabsichtigt oder war das in deiner Styroporflockentüte? Ein Styroporei. Hast ein Eichen gelegt. Das ist Styroporei. Und hier sind noch bunte Flocken mit bei. Und ah ja, die Flocken, die verwahre ich aber auch immer auf, weil die kosten ja. Hier ist noch ein Bonbon. Die Flocken, die sind, wenn man die wirklich kaufen würde, die sind nicht billig. Oh mein Gott, hier ist noch was eingepackt. Hier ist nämlich, hier ist noch ein bisschen was im Karton. Halloween Picker 12 Stück. Und zwar mit Füßen und Händen und Köpfen. Ja, die werde ich auch definitiv, denke ich mal, an Halloween oder, nee, für Halloween. Loaded Envelope. Boah, ich habe jetzt auch, Nancy, der dritte Loaded Envelope ist in die Hose gegangen. Ich werde jetzt nur noch ganz schlicht machen. Irgendwie gelingt mir das alles nicht. Ich werde es jetzt nur noch ganz schlicht machen. Trotzdem, Samstag geht deins raus. Samstag geht's auf jeden Fall raus. Oh nein, was seid denn ihr für Süße? Hier haben wir nochmal Halloween-Picker mit Hexenhüten. Und schaut mal, wie die gucken. Eulchen. Och, sind die goldig. Aber auch leicht zu machen, obwohl schon viel Kleinzeug. Man braucht den Filz in den Farben. Aber könnte man sich auch mal als Idee so inspirieren lassen. Oh Gott, hier ist ja noch... Wo kommt das Zeug noch alles her? Nagelsticker. Oh, sie sind so geil. Die Geister, die Totenköpfe, die Fledermäuse. Die sind ja toll. Und leuchten, ich weiß nicht. Könnte es sein, dass die Geister leuchten? Oh, sie sind so toll. Ich liebe sie. Und jetzt bräuchte ich schon, dass meine Nägel diesmal nur schwarz sind. Jetzt hätte ich gern Halloween-Nägel. Ja, ne, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht. Ich habe mir vor ein paar Tagen erst die Nägel gemacht. Und die Hände sind unterschiedlich. Also, ja, ihr habt richtig gesehen.
Die Nägel sind komplett unterschiedlich. Hier ist Silber mit Glitzersteinchen. Und da ist Hologlitzer. Da ist schwarz matt mit Spider-Gel. Und hier ist einfach nur ja, Glitzersteinchen und Cat-Eye-Gel. Aber ich meine, interessiert euch bestimmt auch überhaupt gar nicht. Und das hier ist Aurora-Pigment. Das sollte eigentlich wie mehr Jungfrauenhaut, das heißt hier dieses dichroische Optik haben. Aber je nach Farbe, als Untergrundfarbe, sieht's anders aus. Und bei Schwarz wird's nun mal eben grün. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, ich packe jetzt das hier, das. Nochmal so ein fettes. Das sind die anderen Brüderchen und Schwesterchen. Die anderen. Das sind die anderen. Aber ich habe noch keine Verpackung gesehen, wo drauf steht, das sind doch. Diese dicke Borte hast du geliebt. Oh oh. Also Brüderchen und Schwesterchen. Oh mein Gott, oh nein. Was ich hier alles sehe. Meine Mutter ruft gerade an, stört euch nicht. Ich gehe auch nicht dran. So, da haben wir noch ein Notizbuch. Es ist so schön. Ach Mann, ey. Die muss auch mal damit zurechtkommen, dass ich gerade nicht kann. Ach, wie schön. Aber dann lässt man lieber tausend Stunden klingeln, anstatt später nochmal anzurufen. Nur gerade WhatsApp schreiben. Bin gerade Video am Drehen, Komma, melde mich gleich. Da höre ich auch gerade, dass die Post kommt. Also wenn es jetzt gleich noch an der Tür klingelt, dann haben wir ja alles erreicht. So, und weiter geht's. Aber ich könnte mal gerade mein Handy... Ach Mensch, ist das wieder chaotisch hier. Mein Handy gerade mal an den Strom tun, damit das aufladen kann. So, jetzt räume ich trotzdem erstmal. Ah, es kommt noch was. Warte, ich zeige euch erstmal den Tauschgrund. Den Tauschgrund. So, und zwar wollten wir Stanzschablonen tauschen. Und sie hat mir die aus dem Action besorgt. Und sie bekommt von mir unter anderem Tiere. Und natürlich auch noch drumherum. Ganz klar, sicher. Man hat ja immer was man tauscht. So, genau. Ich wollte euch nichts falsch sagen. Es sind ja 12 neue beim Action und ich habe alle 12 bekommen und sie sind so schön. Da haben wir einmal dieses hier. Das ist so für einen kompletten Kartenhintergrund und ist 10x15 groß. Also nicht klein. Und da unten, so sieht das dann fertig gestanzt aus. Dieses hier, dann diese wunderschönen Schmetterlinge, die sogar auch nochmal eine extra Umrandung haben. Genau, die Schmetterlinge sind schon als einzelnes zum Ausstanzen, aber mit der Umrandung könnt ihr dann ja, dem Schmetterling noch eine andere Umrandung schenken. Das Big Thanks ist natürlich nicht dabei. Das wird wohl ein Fehler sein von dem. Dann hier. Oh, Tags, die sind auch so wunderschön. Und hier ist sogar die Blume. Und das Herz ist sogar einzeln noch. Die haben echt immer sehr, sehr gute Ideen. Also heißt gute Ideen, auch gute Bastler. Hier, die finde ich auch genial, habe ich auch schon mehrmals gesehen. Und zwar kann man sich da die Blumen selbst zusammenstellen.
Finde ich total ulkig. Finde ich richtig schön. Ja. Dann die hier, die finde ich auch eine der schönsten und praktischsten und tollsten, coolsten Stanzschablonen in dem Set. Häuser, und dann hat man hier aber noch Laterne, Gartenzaun und sogar Fenster nochmal extra. Also man kann, ja, wie abgebildet, so eine Szenerie erstellen, aber auch 3D-mäßig eventuell auch aneinander kleben. Also kann man schon ordentlich was mit anfangen. Hier, Sprüche, hier ist das Big Thanks dabei. Ich zeig's euch hier. So, so. Kisses. Also hier haben wir Kisses. Lots. Lots of Kisses. So, so, also XOXO. Boah. Hip. Hip Hooray könnte das sein. Best. Best Wishes. Best. Egal. Big Thanks und Thank you, genau. Und sowas. So, dann Hidi hier ist auch richtig, richtig cool. Und zwar Vogelhäuschen oder auch Gartenhäuschen. Oder Hexenhäuschen, je nachdem, wie man es sonst noch dekoriert. Kann man auch die Fenster aus Vellum ausstanzen und hinterher ein LED-Lichtchen reinmachen, hat man auch eine schöne kleine Laterne. Die hier sind auch der absolute Burner. Hammer-mega-mäßig für Schüttelkarten. Oh, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Der Löffel, der ist auch so toll. Ich habe auch schon viele gebastelte Werke damit gesehen. Ja, im Prinzip sind alle gebastelten Werke genauso wie hier abgebildet. Aber es ist einfach genial. Es ist genial. Und wenn man da halt Schüttelelement rausmacht, dann kann man ja noch Füllung quasi in das Glas geben. Und das sieht auch hammermäßig bestimmt aus. So, dann haben wir noch die hier. Und die finde ich auch richtig genial. Weil man kann da ja, das sind keine richtig runden. Also der Baum ist richtig rund. Aber hier hat er ja am Flügel aus Unterbrechung. Also man kann da jetzt keine runden Embellishments direkt mit ausstanzen. Man hat zwar hier den einzelnen Kreis dabei, um es als rundes Einzelteil hinterher zu verwenden, aber hauptsächlich sind die gedacht, um einfach so Löcher auch für in Karten reinzumachen. Also macht einen richtig, richtig genialen Effekt. Ist auch sehr cool, dass die hier diese äußere Umrandung mit da drinne haben, weil nicht jeder hat ja einen Kreis in der passenden Größe, um es eben als Kreis zu nutzen. Und hier, die sind alle schön. Ich wüsste nicht, welchen ich jetzt am schönsten finde, weil Schmetterling, Baum, Blume, Blume und Vogel geht immer, immer. Dann hier die hier und die finde ich ja auch. Ich finde die alle genial. Am Anfang dachte ich mir, boah, nö, brauche ich nicht. Aber je mehr Werke ich damit gesehen habe, desto mehr dachte ich mir, boah, ich brauche die einfach. Und zwar hätte das hier, sowas habe ich auch, da habe ich eine Corona-Karte rausgebastelt. Ach, hier ist es nochmal. Das ist ein Blütenstempel. Ja, man hat hier halt die Blüten, wo man selbst Blumen mitmachen kann. Aber das hier ist eine Karte, wo ihr halt so eine besondere Kartentechnik mitmachen könnt. Kartenform zum Aufklappen. Das bewegt sich dann, dieser innere Kreis. Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, das kapiert man nicht direkt, aber wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat oder sich ein Video anguckt hat, dann fluppt das. Das finde ich auch richtig genial. Gräser. Gräser kannst du ja auch immer gebrauchen. Und ich liebe Monstera. Wenn ich Platz hätte, ich hätte schon längst eine Monstera-Pflanze hier in der Bude stehen. Einfach genial. Und hier das noch. Da feiere ich die Bäume total. Hitters hier ist ein Fuchs, genau. Daraus kann man ein Fuchsi machen. Muss ich mir auch auf jeden Fall aufbewahren, das Bild, sonst weiß ich nicht, wie ich ihn zusammenzusetzen habe. Aber hier die Bäume. Die Bäume sind sehr, sehr geil. Oh mein Gott, ja, das brauche ich nur noch eine neue Stanzen. Aufbewahrung, weil meine Magnettasche voll ist. Muss ich mir noch mal eine kaufen.
So, jetzt freue ich mich mal gerade die verpackten Sachen nochmal raus, weil jetzt mache ich erst noch die Sachen, die hier auf dem Boden des Pakets liegen. Und zwar war Nancy auch für mich shoppen und hat auch erfolgreich was für mich bekommen. Und zwar die ganz, ganz neuen Blöcke, und zwar den schwarz-weißen, also diesen hier. Und den wunderschönen Marble. Meine Nicole, Ex-Nicole, hat die anderen Blöcke auch für mich bekommen. Und ja, freue ich mich riesig, weil gerade von den jetzigen Blöcken gibt es da den schwarze, den Marble, den bunten und den anderen bunten. Das sind Blöcke, die ich gerne am liebsten 10-mal hätte. Und ja, den hier habe ich. Schauen wir mal gerade. Ich glaube, das hier war der, den sie 3-mal bekommen hat. Ja, genau. Den hier hat sie ganze Schlage und Schreibe. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ganze 3-mal hat sie den schwarzen für mich. Den schwarzen. Und den anderen 2-mal. So, aber ich zeige euch jetzt erstmal den schwarzen. Weil ich habe den auch bis jetzt nur in Holz gesehen und noch nicht einzeln. Oh, Blumen, hier Federn. Marokkanisch. Oh, da kann man super mit Wasserfarben auch wieder machen. Und schaut euch das mal an. Bärchen, was ist das bitteschön für ein schöner Block? Was geschrieben? Unter Wasser in Schwarz. Was ist das bitteschön für ein wunderschöner Block? Afrika-Tiere. Love. Da kann man auch super noch. Ja, okay, so eine kleine Handschrift hat niemand, aber hätte man auch gut schreiben können. Also, oh, genial. Hier kariert. Und Hitters Quallen. Guckt mal, wie wunderschön dieser Block ist. Und, ja, das ist auch wieder ein bisschen hinterfotzig, aber wenn man sich den jetzt tatsächlich kopiert mit einem Laserdrucker und damit Folie arbeitet, bei manchen Designs, bei dem hier jetzt nicht, aber bei dem gerade eben, bei dem karierten, hammer geil. Boah, ist das ein toller Block. Boah. Was ist der übertrieben gut? Hier, schaut mal, mit Honig. Boah, Honig als Thema auf einem Papier. Honig und Marmelade. Hammer. Schwarz gepunktet habe ich auch so noch nie gesehen. Boah, ist das genial. Vögel. Schwarz mit Xen. Oh, die Menschen. Boah, krass. So, und hier wiederholt sich, hier sind noch Rosen. Was ist das? Ein hammer geiler Block. Black and White Collection. Ja, Leute, wenn ihr den haben wollt, aktuell im Action. Kann nur sein, dass euer Action den noch nicht hat, weil ultra neu. Ich war ebenfalls im Action, unserer hat die noch gar nicht. Aber unser ist auch momentan echt total leer gefegt. Ich habe nichts bekommen, außer einen Ventilator und das kleine Set Twin Marker. Also diese kleinen Twin Marker in der Box. Oben habe ich sie gerade. Und die habe ich auch nur mitgenommen, weil Regenbogenanordnung, Opfer. Mehr habe ich in meinem Action nicht gekauft und bekommen. Noch ein paar Sticker, aber welche die schon hatte, die man nicht zeigen muss. So, und schaut euch bitteschön diesen Block an. Wie gesagt, es gibt noch einer, der heißt Watercolor. Den hat Nancy sich gekauft. Oh, der ist auch so toll. Aber den bekomme ich, Gott sei Dank, bekomme ich den von meiner Nicole. Oh, guckt mal. Das ist so ein richtiger Block. Den hätte ich designen können. Ja, das hier jetzt nicht. Guckt mal. Wackel, wackel.
Da ist wieder gepunktet. Weil ich zeige euch nur hier die Seite, weil die andere Seite scheint immer irgendwie langweilig zu sein. Oh. Boah, toll. Ich möchte in diesen Block reinkriechen. Jetzt fängt es hier an, dass dann hier Muster ist. Oh, was ist dieser Block schön, oder? Hier fängt es jetzt von vorne an. Hammer, mega, mega mäßig. Und wie gesagt, auch die Deckblätter niemals wegwerfen. Ihr könnt hier aus den Dingern immer noch Fähnchen machen. Locker aus so einem Ding zwei fahren, weil die sind ja auch groß. Also ganz toll. Oder nicht nur fahren, sondern auch Banner für direkt auf eine komplette Karte drauf. Oh, meine Fresse. Ist das schön. Oh nein. Sie hatte das letzte Paket, wir haben schon mal getauscht, da hatte sie eine Holofolie oben drauf geklebt. Und ich sagte noch, dass das verrückte Huhn die Folie oben drauf geklebt hat und dass man die nicht abfummeln kann. Und hier habe ich so eine Folie. Oh, die ist so toll. Oh Gott, guckt euch das mal an. Da, 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 da. Boah, die ist der Hammer. Oh, wenn ich das sehe, ich weiß nicht, was da in mir abgeht, aber ich liebe es. Oh, Entschuldigung. Oh, und hier ist immer noch was. Oh nein, sind die schön. Oh mein Gott. Ja, habe ich auch bei ihr gesehen im Hall. Was sind die wunderschön. Sticker. Wie wunderschön die bitte sind. Wie da die Sternchen noch da sind. Oh nein, sind die schön. Sind Epoxidsticker. Was sind die schön. Aus dem Teddy, falls ihr sie haben wollt. Hab ich bei uns noch nicht gesehen. So, oh Gott, und hier ist noch so viel mehr. Oh, eine ganzer Beutel. Wie lang saßt du bitte schön da dran? Einen ganzen Beutel mit diesen Farben dieser Beutelausstanzungen. Ein ganzer Beutel Fledermäuse. Ein ganzer Beutel. Oh mein Gott. Krass, ey. Boah, sind die schön. Die Farben. Krass, das Farben sind. Ich würde zu gern wissen, was das für Papier ist. Die Farben, die sind der Hammer. Oh Gott. Oh mein Gott. Es hört nicht auf. Ich nehme jetzt mal. Oh Gott. Ich nehme jetzt mal alles raus. Nochmal grad wühlen. So, das Styropor-Ei ist jetzt noch drin. So, und jetzt haben wir hier noch Bügeldesigns. Drei verschiedene Steingrößen, und zwar Glamour-Style. Einen sehr hässlichen High-Heel. Manche Frauen würden jetzt sagen, boah, ist das ein wunderschöner High-Heel. Nee, der ist, ist bestimmt 15 cm hoch. Wenn das jetzt ein echter Schuh wäre, die Frau, die da drin geht, möchte ich gerne sehen. Glamour Style. Er ist ein Bügelbild. Ist ein Bügelbild. Und dann haben wir hier, ja, die sind ja Peeptoes, mag ich nicht. Und hier steht irgendwie My Fashion Statement. Ein Peeptoe. Also hier, wo die Zehen offen sind.
auch ein Bügelbild. Ein DIN A4 Bogen mehrfarbig. Muss ich mal schauen, worauf ich es mache oder ob es vielleicht auch sogar weiter wandert. Ist nicht so ganz mein Thema. Eigentlich gar nicht. Aber ich schau mal. Ich glaube, ich habe jemanden, dem das gefällt. Und hier für den Plotter. Oh mein Gott. Für den Plotter. Sind das Bügelfolien? Flex. Flexfolien, ne? Flexfolien. Oh, ich muss das aufmachen. Flexfolien. Flexfolien. Oh. Sie hat es sich, ich glaube, bei Amazon. Amazon. Flexfolien gekauft. Und zwar, ja, so Flexfolien zum Aufbügeln. Interessant, mal jetzt das in der Hand zu haben. Liebes, ich rate dir, fühlt sich echt schlecht an. Liebes, ich rate dir, kauf bitte zukünftig dir nur noch Folien von Shops, wo sie was taugen. Zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt nicht keine Werbung machen, aber ich habe hier das Werbungsschild immerhin liegen. Plotter Marie oder Kreativmanufaktur Bayern oder Ruhrplott Göre oder wie das heißt. Kauf dir am besten nur noch Markenfolie. Da kostet zwar so eine Folie, also Metallicfolien, kosten gerne auch mal 3 Euro normale Flexfolien, so circa 1,50 bis 2. Aber glaub mir, du wirst es nicht bereuen, weil so eine Folie muss auf dem T-Shirt ja auch ordentlich standhalten. Es muss mitgewaschen werden. Du willst es ja auch tragen. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Metallicfolie noch ein paar Mal waschen schon gar nicht mehr diese Farbe hat. Geschweige denn überhaupt hält oder die ist ja auch überhaupt gar nicht elastisch. Ich meine, die anderen sind auch nicht elastisch, aber die fühlt sich schon anders an. Die anderen sind gummiger. Die fühlt sich an wie ein Blatt Papier. Also wirklich, Liebes, du wirst sonst nicht viel Freude, glaube ich, damit haben. Oder man sieht hier auch schon die vom Herstellungsprozess. Seht ihr schon diese Punkte? Die ist nicht hochwertig. Auch wenn die nicht billig waren. Also auch die China-Folien kosten ja ein bisschen Geld. Ich guck mal gerade, wieso die Haftung ist oder wie. Da haben wir schon das Problem. Guckt euch das an. So. Siehst du mal, Liebes, sind echt billig Folien. Also, bei einer Flexfolie habt ihr ja, oh Gott, ihr habt ja eine Plastikschicht, das ist das ist die Transferfolie, wo ihr hinterher mit aufbügelt. Und ihr habt die eigentliche Folie, die ja hinterher auf dem T-Shirt kleben bleibt, ne? Ich bin jetzt sowieso gerade verwundert. Ne, so. Und man schneidet ja auch gespiegelt, zum Beispiel Schriften, weil es wird ja hier geschnitten. Und so wird es später dann aufs T-Shirt gemacht. So. Und schaut mal. Wenn man hier allein schon, ohne dass man was geschnitten hat, die Folie abziehen will, bleibt die Farbe schon komplett an der Transparentfolie kleben. Seht ihr das? Da habt ihr nur Silber. Das ist ja die eigentliche Folie, die hinterher auf dem T-Shirt bleibt. Und das Plastik ist ja nur die Transferfolie. Seht ihr das? Auch wenn ich jetzt sagen wir mal, ich mache mal gerade einen Testschnitt. Ich ritze hier mal ein kleines Dreieck rein.
damit wir mal das Dreieck komplett rauslösen können. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe tief geschnitten bis zur Folie, weil es kann auch sein, dass manche Folien in mehreren Schichten aufgebaut sind. Zum Beispiel die Chamäleonfolien. Die haben mehrere Schichten, die müssen tiefer geschnitten werden als normale Folien, sonst splitten sich die Schichten voneinander. Aber ich habe das jetzt so tief eingeschnitten, dass ja sogar ich in das Trägermaterial geschnitten habe. Also diese Folien kann man mehr oder weniger, so wie sie ist, fast in den Müll werfen. Also um Gottes Willen, liebe Nancy, es liegt nicht an dir. Es ist einfach nur so mal dahergesagt. Es ist ja also einfach nur mal so eine Empfehlung meinerseits. Ich werde sie benutzen, auf jeden Fall. Vielleicht verhält sich's auch während dem Bügeln anders. Aber man merkt auch schon, diese Folie, die klebt eigentlich auch bei vielen, bei fast allen. Es gibt auch Ausnahmen, aber meistens klebt die auch ein bisschen, sodass man das auf einem T-Shirt dann leichter zu positionieren hat. Also, sodass dann diese Folie, dass man die auch wieder ankleben kann. Also die sind, da kannst ja du nichts für, liebe Nancy, aber diese Folien sind qualitativ einfach überhaupt nicht hochwertig. Du wirst mehr Freude haben, wenn du wirklich bisschen mehr Geld ausgeben würdest, gerade bei sowas. Aber teste dich zum Austesten. Sind diese Folien wirklich, wirklich toll? Ich werde die auch verwenden. So ist das nicht. Die wird hier nicht rumliegen bleiben. Ich werde natürlich dann nur darauf achten, dass das kein eng anliegendes T-Shirt ist, worauf ich die mache, sondern ein lappriges T-Shirt. Oder dass ich das vielleicht sogar auf eine Tasche oder Jutebeutel mache. Und dafür wiederum ist das wirklich ausreichend, auf jeden Fall. So, aber, sorry, dass ich mich jetzt so lange mit dieser Folie aufgehalten habe, aber ich bin momentan total in diesem Thema drin und interessiert mich auch. Ach, hier steht sogar noch selbstklebende Folie drauf, weil ich war jetzt auch mal überlegen, ob das vielleicht nicht auch Plotterfolie ist. Nee, selbstklebende Folie. Wie gesagt, Nancy, ich wollte dir damit nicht zu nahe treten, um Gottes Willen. Ich freue mich auch mächtig über die Folie und ich werde sie auch benutzen. Aber es ist nur mal so ein kleiner Ratgeber oder Hilfestellung, nicht, dass du echt unzufrieden sein wirst mit deinen Resultaten, dass das nicht so hinhaut, wie man es sonst kennt. Das liegt nicht an dir oder an dem Plotter oder so. Es liegt tatsächlich manchmal einfach an der Folie. So, ich hoffe, das kannst du, kannst du vielleicht gut gebrauchen. Ich habe wieder da. Oh nein, ist das eine Steampunk-Kette? Oh mein Gott, das hätte ich zu meiner Hochzeit brauchen können. Und ich habe diese Kette auch schon in anderen Holz gesehen und habe mir nur gedacht, oh mein Gott, diese Kette hätte ich gerne. Ja, diese Kette ist wunderschön. Reißverschluss mit Niete, hinten zum Binden. Oh, das ist Schaumstoff, auch noch schön leicht. Eine Steampunk-Kette. Ich finde sie so genial. Ja, auch die Kette zu meinem Hochzeitskleid, das war so eine Borte, so ein Bortenkollier mit roten Glitzersteinchen. Das war auch eigentlich aus dem Karnevalversandhandel, aber warum nicht? Solange es irgendwo einfach gut zum Outfit passt oder doch gar nicht so billig aussieht, warum nicht? Oh Mann, geil. Wir haben hier noch was vor uns. Diese Riegel, auf eigene Gefahr, der ist echt so lecker. Sind das Reese's? Boah, Reese's habe ich noch nie gegessen. Was ist das eigentlich? Ist das, wie heißt es? Erdnuss oder was? Was ist das? Oh, geil. Also Hanuta, pur Hanuta mag ich, bin ich zum Beispiel kein Fan von. Hanuta-Riegel, Milch und Nuss. Ja, den werde ich mir gleich genehmigen.
wollte ich mir auch schon mal kaufen und probieren. Milch und Nuss. Oh, lecker. Auf eigene Gefahr, ja. Hinterher gehe ich noch los und kaufe mir 5 Päckchen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Und was ist das hier? Das ist so ein Hasentäschchen. Das öffne ich natürlich vorsichtig. Das darf nicht kaputt gehen. Das darf nicht. Oh mein Gott. Oh nein, sind die ulkig. Was ist das denn? Aufsteckradierer. Und die sind richtig schwer. Und das könnten, oder das sieht aus wie die Rabbits, wie heißen sie vom... Ah, diese blöden Hasen da, diese Rabbits. Nicht Angry Rabbits, das ist Angry Birds. Die Rabbits, wie heißen sie? Boah, ich komme jetzt nicht drauf. Gab's auch mal Mario-Spielen mit, gab's aber auch als einzelnes Spiel. Die Rabbits, guckt mal, wie lustig die sind. Ach, was sind die ulkig. Ich finde das cool, dass die Ohren haben, weil da kann man auch sehr, sehr filigrane Sachen mit wegradieren und aufstecken. Ich mag Aufsteckradierer. Ich benutze am liebsten die hier, weil ja, die passen halt überall drauf. Aber Aufsteckradierer sind sehr geil. Sehr geil. Aber da werde ich sehr wahrscheinlich ein oder zwei von verschenken, weil das sind sehr, sehr schöne Farben und von 2 Personen auf jeden Fall die Lieblingsfarben auch dabei. Oh nein, oh Gott. Die Nancy, die kauft ja auch immer wunderschöne Sachen, auch bei AliExpress und überall her. Ich weiß gar nicht, woher die manchmal die Sachen ergattert. Und hier auch diese hier. Was sind das schöne Blumen. So, ich habe jetzt mal fast alle Farben, oder es sind sogar alle Farben. Schaut mal, was das schöne Blumen sind. Es ist kein Fimo, die fühlen sich an oder hören sich an wie Porzellan, also kann Kaltporzellan durchaus sein. Die sind so wunderschön. Oh mein Gott. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Boah, mir ist so heiß. Ich muss hier nach dem Video erst echt mal schauen, dass ich hiermit klarkomme. So, dann mache ich erst das auf, weil hier steht nichts drauf. Gerettet. Zack. Oh Gott. Hier sind nochmal Fledermäuse, nur in schwarz. Och nein, und nochmal so viel. Die ich im Bunt hatte. Und jetzt noch in schwarz. Also eine coole Fledermausform. Fledermäuschen. Da freue ich mich. Ich freue mich. Fledermäuse sind auch sehr, sehr tolle Tiere. Oh, und die Bärchen. Och, sind die goldig. Bärchen, Glitzersteinchen. Ich glaube aber deine. Oh, Knister. Ich muss mal gerade einen separieren hier. Aber ich glaube, deine waren noch kleiner, oder? Sie hatte mir Embellishments gebastelt mit diesen Bärchen und die sind ja echt so, so goldig. Aber ich glaube, ihre waren noch ein Ticken kleiner. Und daher kenne ich auch die kleinen Schmetterlingchen, weil die hat mir gesagt, aus den Bärchen und aus den Schmetterlingchen hat sie mir Embellishments gebastelt. Die sind so ulkig, so wunderschön. Wunderschön. Ich kann gar nicht oft genug wunderschön sagen, wie ich manchmal Sachen schön finde. Total dämlicher Satzbau jetzt gewesen, aber es gibt wirklich so schöne Sachen. Oh nein. Ich komme gerade auf was dicke Borten und ich habe hier gerade gefühlt, sie hat mir ein Loaded Envelope geschickt und da waren so Strasssteinborten, also richtig dicke Strasssteinborten dran und die sind so wunderschön.
Und da hat es sie mir die eine Borte, die sie für das Loaded Envelope benutzt hat, mit eingepackt. Und da war ich so glücklich drüber. Da ist mein Herz in die Höhe gesprungen, weil die so schön sind. Und ich glaube, hier hat sie jetzt von den Borten reingetan. Meine Fresse. Und ja, ja. Könnte hinhauen. Oh ja. Oh Gott. Zwei ganze Pakete von diesen wunderschönen dicken Borten. Schaut die euch an. Seht ihr, wie dick die sind? Sie sind so toll, diese Borten. Das ist rot und das ist hellgold. Wie wunderschön diese Borten sind. Wunderschön. Die sind ein pures Träumchen. Ach, jemine. Und jetzt kommen wir zu einem Paket, wo ich ja total krass gespannt drauf bin. Weil da hat sie mir auch schon gesagt und hat dabei gelacht. Und ich weiß nicht, was dabei ist. Das sind die anderen Brüderchen und Schwesterchen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich diese Box nicht gerettet kriege. Ich pack rein. Oh nein, oh nein. Ah, oh, die gab es bei uns auch nicht. Und sie haben so eine schöne Form. Sie haben eine so schöne Form. Ah, ich muss jetzt mal eine Schere nehmen. Da. Ein gelbes Häschen. Das ist Porzellan, aber damit so Filz oder hier so komisches Pflaumzeug beklebt. Werde ich aber schwarz einfärben übrigens. Und, ach, oh nein, das ist ja mal Hammer. Ich sehe es schon. Ein grünes, ein pinkes und ein lilanes. Das ist ja eine schöne Farbzusammenstellung. Okay, ich werde es doch nicht schwarz anmalen. Die hatten... Also ich bin kein Deko-Typ, um Gottes Willen. Aber ich habe ja von denen auch schon hier diesen anderen, ich hole ihn mal gerade, den hier geschenkt bekommen. Und so kleine Häschen sind schon sehr, sehr süß. Hier haben wir einen in Lila. Dann haben wir hier einen grünen. Grün, komm raus. Grün, grasgrün. Grasgrün. Und zu guter Letzt, und das ist auch das Letzte in diesem Video, haben wir Pink. Oh, was für ein schönes Pink. Ha, da freuen sie sich, dass sie jetzt wieder ausgepackt sind. Da haben wir sie. Haha, sehr, sehr schöne Farben. Liebe Nancy, ich danke dir ganz herzlich. Wunderschöne Sachen. Hammermegamäßig. Vielen lieben Dank, dass du mir aus dem Actionblöcke mitgebracht hast. Vielen Dank für so geniale und viele Sachen, die ich wüsste echt nicht, was ich am tollsten finde, ne? Also, bitte sei mir nicht böse wegen der Bügelfolie. Ich wollte es dir, weil du kennst ja nur die. Ich wollte dir nur mal zeigen, wo da so Unterschiede liegen könnten oder wie andere Folien sein könnten. Also ich werde deine Folie auf jeden Fall benutzen, auf jeden Fall. Ich wollte dir, wie gesagt, nur Bescheid sagen. Nicht, dass du dich irgendwann mal ärgerst, weil deine
Weil irgendwas, was wo du ganz lange dran geplottet hast oder dann entgittert hast und dann denkst du dir, oh Scheiße, was für ein Kack, und hast die Lust dran verloren, nur weil die Folie eben nicht so mitspielt, wie sie sollte. Hammer, megamäßig tolle Sache. Ich danke dir für die ganze, ganze, ganze Arbeit hier auch mit den Ausstanzungen. Also es ist echt übertrieben mega geil. Deins geht am Samstag raus. Ich hoffe, du wirst dich genauso freuen. Hammer, mega. Ich danke dir so, so sehr. Wir bleiben in Kontakt. Ich hab dich lieb. Ich danke euch allen fürs Zusehen und für die Geduld mit mir. Wir sehen uns aber auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, passt auf euch auf und immer schön fruchtig bleiben. Tschüss.